Hi und herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner künstlerischen Zeitreise. Ganz zurück an die Anfänge zu meinen Kinder- und Jugendbildern. Ich habe euch letztes Mal im ersten Teil schon gezeigt, wie ich mir durch verschiedene Ressourcen die Zeichentechniken angeeignet habe und wie ich schon als Kind ziemlich fleißig am Üben war. Ich habe euch den Link dazu nochmal unten in die Beschreibung gepackt. Und heute soll es aber mehr um die Bilder gehen, die ich gezeichnet habe, als ich so zwischen 14 und 20 Jahre alt war. Und ganz am Ende zeige ich euch noch mein allererstes Skizzenbuch. Nur so viel dazu, ich war 6 Jahre alt, also es wird skurril und lustig. Jetzt zeige ich euch aber erstmal meine erste Begegnung mit Acrylfarbe. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Das hier war mein erstes Acrylbild, damals noch auf Papier. Und da war ich aber schon etwas älter. Also ich glaube, dass ich damals ungefähr 16 war. 15, 16, 17, irgendwie sowas um den Dreh. Und dann habe ich sehr viel mit Acryl experimentiert, vor allem Pflanzen gemalt und Landschaften. Und da habe ich Acryl eigentlich entdeckt. Da war ich 14 Jahre alt und wir hatten Projektwoche in der Schule und ich habe mir natürlich einen Zeichenkurs ausgesucht. Da durften wir auch mit Acrylfarbe malen und ja, das war so meine erste Berührung mit Acrylfarbe. Und als ich nach Hause kam, ging ich natürlich meinen Eltern auf die Nerven, dass ich jetzt unbedingt Acrylfarbe brauche und ich das auch hier zu Hause üben möchte. Ja, und dann ging es los mit Acrylfarbe. Ich habe auf allem Möglichen gemalt, auf Pappe-Resten oder ja, ein bisschen dickeren Papieren. Ich habe mir dann auch so einen etwas dickeren Zeichenkarton gekauft und darauf gemalt. Und da in der Schule haben wir auch einfach alte Pappen benutzt und diese Rückseiten von Zeichenblöcken und haben darauf gemalt, sind eigentlich die perfekten Leinwände. Das hier war genau auch so eine Pappe von einem alten Block und ich habe hier nur mit meinen Fingern gemalt, das weiß ich noch. Ich hatte die Farbe überall und habe einfach nur mit den Händen gezeichnet und habe versucht, Details so ein bisschen zu umgehen, dass das Ganze etwas abstrakter und lockerer wird. Und hier haben wir Gerard Way von My Chemical Romance. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kann man ihn nicht erkennen. Er ist auch ein bisschen im Schatten, aber ich war so ein großer My Chemical Romance Fan und musste ihn natürlich malen. Hier haben wir auch nochmal ein Acrylbild. Das war mein damaliger Kater Pauli und meine zwei Häschen Marie und Fionn. Und Pauli hatte einfach immer riesengroße Angst vor den Häschen. Deswegen habe ich einen Comic draus gemacht und habe das in Acryl gemalt. Ich habe dann auch ab und zu ein paar ganz abstrakte Dinge ausprobiert. Macht das einfach. Vor allem, um ein Medium neu kennenzulernen, ist das richtig toll, wenn man einfach nur abstrakte Bilder malt und ein bisschen Spaß hat mit der Farbe und rumexperimentiert. Und es ist ganz egal, wie es am Ende aussieht. Ich meine, das ist jetzt auch kein Meisterwerk, aber es hat Spaß gemacht. Ich erinnere mich daran, ich habe einfach drauf losgepanscht und habe Spaß gehabt mit der Farbe. Das ist auf jeden Fall auch ein guter Weg zu lernen und vor allem ein Medium kennenzulernen. Da ist auch Pauli nochmal in Acryl mit schwarzem Hintergrund. Und sowas hier, ich weiß noch, da habe ich mich irgendwie sehr gefangen in meinem Leben gefühlt und das kam dann dabei raus. Auch noch ein paar abstrakte Experimente. Na, so wie hier. Das habe ich damals dann auf DeviantArt hochgeladen. Kennt das noch jemand von euch? Bevor es YouTube und Insta gab, war für Künstler DeviantArt da und da konnte man seine Werke online zeigen. Das ist, nein, das ist gar nicht, das ist kein Acryl, das ist Aquarell. Ja. Auch sehr experimentell, aber irgendwie cool. Pauli in Grün. Nochmal etwas mehr Aquarell. Das war auch nach einem Tutorial aus einem Buch. Und hier waren wir im Urlaub auf Fehmarn und ich habe den wunderschönen Sonnenuntergang dort festgehalten.
Das hier war mein erster Versuch, realistisch mit Buntstiften zu zeichnen. Das habe ich nach einem Tutorial auch aus einem Buch gezeichnet und habe dafür meine günstigen Schulbleistifte, Buntstifte benutzt und habe mich zum ersten Mal an das Layern von Buntstiften herangetraut. Hier haben wir dann das erste Ölpastellbild. Ich weiß noch, mir hat meine Hand so weh getan. Ich habe hier auf Aquarellpapier gearbeitet und ich habe versucht, diese Farbe hier in das Papier einzuarbeiten, um dann einen schönen Übergang hinzubekommen und die zu verblenden. Und ich hatte solche Schmerzen in den Händen. Aber ja, das Verblenden ist dann irgendwie ganz gut geglückt und es hat funktioniert. Das war Aquarell und Fineliner, das war auch schon sehr viel später und da hatte ich so eine Zeit, da habe ich oft meine seelischen Zustände gemalt und gezeichnet und habe versucht, das auszudrücken und das ist mir in diesem Bild ganz gut gelungen. Also man sieht, mir ging es damals nicht ganz so gut, aber das Bild ist cool geworden. Da ging es mir auf jeden Fall besser, das ist schön bunt. Da habe ich Aquarellmarker ausprobiert. Das weiß ich noch, das war in Calgary in Kanada und da saß ich auf meinem Hotelzimmer und habe ein bisschen gemalt und gezeichnet. Und das hier ist so eine typische Schulkritzelei, wenn man keine Lust hat, dem Unterricht zu folgen und einfach irgendwas malt. Und das, oh ja. Es ist ein Palmstrand mit Kuli und ich habe es damals, gibt es eine kleine Story dazu, in meiner Ausbildung als Arzthelferin gezeichnet. Und zwar jedes Mal, während ich eine EEG-Untersuchung gemacht habe, mussten die Patienten die Augen schließen. Und ich hatte dann immer so 2 Minuten, um mich kurz umzudrehen und an diesem Bild weiter zu zeichnen. Und ich hatte das versteckt unter einem größeren Block. Als ich nach den 3 Jahren fertig war mit meiner Ausbildung, hat mir meine Chefin dieses Bild überreicht und meinte, ich glaube, das gehört Ihnen. Und ja, natürlich hat sie es entdeckt, dass es da unter all diesen Blöcken jahrelang lag. Und es hat sich immer wieder weiterentwickelt nach jedem Patienten. Das weiß ich noch. Das habe ich gezeichnet, weil es in unserer Familie ein paar Männer gab, die es nicht verstanden haben, dass man sich aufs Klo setzt und nicht steht. Und deswegen habe ich das hier bei uns in die Toilette gehangen. Und seitdem hat es auch funktioniert, weil alle das irgendwie cool und süß fanden. Und ich glaube, es hat sich dann keiner mehr hingestellt zum Pinkeln. Und ich habe damals immer meine Ordner tätowiert. Hier auch mit den Tattoos, die man in der Bravo hatte. Die halten immer noch ganz gut, oder? Ja, das sind jetzt ein bisschen spätere Bilder. Also da war ich so Anfang 20. Ja. Das ist mit Kohle und Kreide gezeichnet. Ein Acrylbild, das ist Billy Joe Armstrongs Hund und seine Gitarre. Ich war damals auch ein riesengroßer Green Day-Fan, nicht nur My Chemical Romance, auch Green Day. Ja, und My Chemical Romance, Gerard Way. Ich finde, man kann ihn sogar erkennen. Und hier nochmal ein Ölbild. Nochmal Billy Joe Armstrong, aber nur seine Augen. Ich habe es abgeschnitten, weil mir der Rest nicht gefallen hat. Aber da konnte man ihn ganz gut erkennen. Deswegen habe ich nur die Augen reingeklebt. Dann haben wir noch einen etwas wütenden Stier mit 10 Beinen oder so. Bevor ich euch gleich noch mein allererstes Skizzenbuch zeige, gehen wir noch mal ein bisschen zurück in der Zeit. Ja, da war ich 9 Jahre alt und ich habe alle meine Lieblingscharaktere aus Super Mario und Donkey Kong gezeichnet. Und ganz ehrlich, mittlerweile gibt es hier so geniale neue Spiele, aber ich komme doch immer wieder drauf zurück und packe meine Super Nintendo Konsole aus und spiele die alten Spiele drauf. Ich lieb's einfach. So, und zu guter Letzt habe ich hier noch was ganz Besonderes.
Das ist mein allererstes Skizzenbuch. Das habe ich begonnen, als ich 6 Jahre alt war und habe es seitdem dann immer in den Urlaub mitgenommen und habe dort ein Skizzenbuch geführt. Fehmarnurlaub. Da war ich, ja, wie gesagt, 6 Jahre alt. Man sieht's. ja. Es sind Kinderzeichnungen. Aber es ging darum, kontinuierlich ein Skizzenbuch zu führen. Und das habe ich gemacht. Verschiedene Bärchen. Beim Drachensteigen. Tadütada. Oh Gott. Aber schaut mal, wie süß. Hier das brennende Haus und alle helfen mit, das Feuer zu löschen. Die Wolken, sogar die Sonne und die Vögel und die Bienchen. Und da kommt die Feuerwehr. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Zwei verschiedene Möwen. Und hier habe ich versucht, Disney-Filme nachzumalen. Hier haben wir Ariel, die gerade Fabius hier aus dem Loch rauszieht. Auch nochmal Ariel. Dumbo. Und Bernhard und Bianca. Die Hexe und der Zauberer und Alice im Wunderland. Und der Pumuckl im Apfelbaum. Meeresbewohner, auch schon Urban Sketching. Damals mit 6 Jahren im Urlaub, nicht schlecht, oder? Hier habe ich dann schon begonnen, so eine Art Tagebuch zu führen. Das war 1994 im Borkum-Urlaub. Ich mit meinem kleinen Bruder auf der Luftmatratze. Und ich habe dann immer dazu geschrieben, was wir jeden Tag gemacht haben. Da waren wir in den Dünen, Minigolf spielen, auf dem Leuchtturm. Und mein Papa war schlecht und der ging aus. Oh Gott, wie geil. Und dann haben wir oft einen Bauernhof besucht. Am Strand. Das ist so cool, das zu sehen. Das war mein Bruder. Das war hundertprozentig eine Zeichnung von meinem Bruder. Sowas habe ich nicht gemalt damals. Das ist absolut sowas, was kleine Brüder in ein Skizzenbuch reinzeichnen von der großen Schwester. Schwarzwald 95. Den habe ich dann Namen gegeben. Timo und Norbert, Anna, Vanessa. Oh mein Gott. Ja, dann, das ist auch nochmal Borkum. Da habe ich meine Fantasie genutzt und die gleichen Personen einmal in jung und einmal in alt gemalt, wie ich sie mir vorstelle, wie sie dann später aussehen. Fina in klein und Fina in groß. Und die Anna. Und nochmal Pferdchen. Inhalt. Ja, also früh übt sich, ne? Mein erstes Skizzenbuch. Ihr Lieben, ich hoffe, meine kleine künstlerische Zeitreise hat euch gefallen. Und jetzt gibt es gleich noch ein paar Katzenvideos. Die Mama hier ist ziemlich fertig. Es ist warm und sie versucht die ganze Zeit, ihre Babys in Schach zu halten. Also sie hat es sich absolut verdient, hier mal ein bisschen auszuruhen, aber die Kleinen zeige ich euch natürlich jetzt. Ich wünsche euch eine gute kreative Woche und ein gutes kreatives Wochenende. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Hi, hi.